2012, wo er quasi euer Weg im Marathon angefangen hat. Getränke für euch, für uns. Wo er Weg im Marathon angefangen hat, damals mit der knapp verpassten Olympia-Quali von Lisa für 2012. Anna. Lisa ist dann in Frankfurt gelaufen und Anna in Berlin. Ich habe Tempo gemacht, wunderbar. Danach ging der Weg weiter bis hin zu Rio. Nach Rio wurde es ein Ticken ruhiger. Aber jetzt seid ihr wieder beide in einem guten Setup, auch wenn Anna es jetzt leider gerade getroffen hat. Anna, vielleicht ein kurzes Intro zu deiner aktuellen Situation. Worauf wolltest du dich vorbereiten und was hat sich da jetzt leider ergeben? Ja, ich war mitten in der Vorbereitung für den Berlin-Marathon am 16. September hier. Und ich hatte schon die Pressemeldung fertig geschrieben und es sollte am nächsten Tag veröffentlicht werden. Ja, und dann bin ich am Sonntag, sollte ich 29 Kilometer laufen, dann noch aufs Rad 2,5 Stunden und habe dann beim Laufen schon beim ersten Kilometer gemerkt, dass ich nicht rund gelaufen bin. Also ich konnte, also es waren keine Stechen und Schmerzen, aber ich konnte einfach nicht rund laufen. Und dann halt erst gerönt, hat man nichts gesehen, dann MRT und dann halt festgestellt, Ödem im Becken, Vorstufe zum Ermüdungsbruch und komplette Laufpause. Und erstmal 2 Wochen kompletter Stillstand, auch nicht schwimmen oder Radfahren. Und da hat mich genau der Arzt gefragt, ja, wann ist denn Ihr nächstes Ziel? Ich so, na, in 6 Wochen. Der so, oh, da können Sie frühestens wieder laufen. Ich so, oh, toll. Ja, also Berlin-Marathon dieses Jahr ohne mich laufend, aber ich werde natürlich trotzdem vor Ort sein, weil es einfach ein unfassbar geiler Marathon ist. Das kann ich nur bestätigen. Lisa hat auch eine ganz besondere Connection zu Berlin seit kurzem. Du bist nach Berlin gezogen. Wie schaut das aus? Hast du dich schon eingelebt und wie sehen jetzt so deine Trainingsbedingungen aus? Ja, ich bin seit gut 4 Wochen jetzt in Berlin und fühle mich schon sauwohl. Ich liebe die Laufstrecken. Ja, ich wollte irgendwie, nachdem ich letztes Jahr in Kapstadt bin ich zuletzt einen Marathon gelaufen, nach 20 Kilometern kollabiert, wo ich die Norm jetzt eigentlich für heute hätte laufen wollen. Und dann wollte ich irgendwas ändern und ja, irgendwie ist es dann Berlin geworden. Ich bin super glücklich mit meinem Trainer Dieter Hofen, der ist jetzt da. Und wir erkunden den Grunewald oder gestern bin ich 30 Kilometer am Wannsee entlang gelaufen. Super schön. Wir auch. Haben wir uns gesehen? Das könnte sein. Vielleicht, ich habe viele Nacht, ich war überrascht, ich bin relativ früh gelaufen. Am Wannsee und um 8 Uhr, glaube ich. Wir auch. Nicht? 8 Uhr Straße. Ja. In der Parallelwelt wahrscheinlich, weil doch ein bisschen schneller. Ja, und mir gefällt sehr gut hier und ja, Berlin ist halt eine Laufstadt, das spürt man auf jedem Meter. Also vielleicht mal Hand hoch, wer von euch wohnt in Berlin? Wow, Lisa, die gehst du alle beim Laufen? Ja. Wahrscheinlich regelmäßig sehen. Wir machen den Lisa-Lauftreff. Ja, genau. Wunderbar, also Grunewald hast du gesagt, hast du schon ausgecheckt, du wohnst glaube ich auch relativ dicht dran. Was war die längste Strecke, die du den Grunewald erkundet hast? Hast du die schon verlaufen unter Umständen? Das würde mir zum Beispiel passieren, weil ich fast gar nicht da laufe. Ja, da liebe ich die Funktion bei der Uhr, wo man dann so navigiere mich zum Start. Also bei meinem lockeren Läufen, dann renne ich drauf los und bin dann irgendwo beim Teufelssee oder bei der, wie heißt die, Schweinesand-Irgendwas-Grube? Kiesgrube. Und dann lasse ich mich zum Start navigieren. Die längste Strecke war im Grunewald 27 Kilometer und kein Weg, glaube ich, doppelt. Also da kann man echt sehr, sehr schön laufen. Und auch relativ, also zum Schwarzwald gesehen, ich würde nicht von bergig reden, aber echt hügelig, also und anspruchsvoll. Tolle Crossrunden. Ja. Wunderbar.